Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier bei dem Quest Eine denkwürdige Nacht. Ich glaube, das ist das dritte Video dazu. Wir sind hier in Roaringstadt eng getroffen und müssen da ja nach Sam fragen, ja, und ich denke, wir sind da gerade richtig mal. Ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Was habt ihr zu sagen? Entschuldigung, ja, tut mir leid. Das reicht nicht. Nicht solange meine Gläder noch irgendwo da draußen ist, einsam und verängstigt. Ihr habt sie entführt und an diesen Riesen verkauft. Das klingt ja wirklich furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gläder züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Okidoki. Ich muss Sam und den Stab finden, um Gläder zurückzubekommen. Wir sind ja gelevelt eigentlich bei Redekunst. Wir könnten uns ja einiges ersparen. Redekunst 100 und ja, einschüchtern wollen wir nicht. Wir machen das einfach so. Das ergibt wohl Sinn. Ihr habt keinen Sam erwähnt und was ihr über den Stab gesagt habt, war unverständlich. Ihr habt eine Notiz hinterlassen, aber das meiste ergab keinen Sinn. Ich konnte nur nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf entziffern. Bis zum nächsten Mal. Okidoki. Ohne Begleitschuss. Ah, wir sind da falsch. Ja? Ohne Begleitschuss gehen wir nirgendwo hin. Unser Lavendel ist da auch wieder. Komm her. Lavendel? Okay. Was denkt ihr, was ihr da macht? Dummkopf. Wir schauen mal, was die da haben. Da schaut aus, als ob es Weizen wäre. Und dann schnappe ich mir doch gleich, ja. Was auch immer ich da erwisch. Ruckzuck. Weil was man hat, das hat man. Ja, Leute. Ich kann das ja auch wieder verkaufen und die haben ja auch nichts dagegen. Das schaut ja so aus. Und wir werden dann gleich nach Weißlauf springen und schauen, was die jetzt da für Überraschungen für uns parat haben. Weil mit Riesen will ich mich ja nicht anlegen, weil die sind ja so uneinsichtig. Die kämpfen dann immer und entweder müssen wir fortlaufen oder sie töten. Dabei sind ja extrem cool drauf, die Jungs. Kartoffelpflanze brauchen wir nicht. Okay, wir haben erledigt hier, was zu erledigen war, und schauen gleich einmal auf die Karte. Haben wir denn jetzt gefunden, den aktuellen Standort Roaringstadt? Schaut ja nicht so aus, oder? Da ist nicht weiß. Wir müssen da nochmal reinlaufen. Ja, jetzt haben wir es entdeckt. Und wir schauen gleich mal danach, Roaringstadt, was da ist. Vielleicht gibt es einen Händler, einen Schmied oder Gott weiß was. Blumen. Blumen gibt es genug. Blumen sind cool. Ja, ich bin ja so ein Blumenfetischist. Die Tosita hat das extrem cool gern. Und ja. Die macht daheim einen Strauß und da ist ja auch noch was gewesen. Na, der Feendalf war das. Sorry. Mühlstein bewegen. Mühlen wir mal was? Ja, komm, benütz. Seht ihr, El und Robert haben sich wieder verabschiedet. Okay. Das war's dann auch. Lauch brauchen wir nicht. Kartoffelpflanze auch nicht. Die sind echt. Wo du recht hast, hast du recht. Wer bist denn du? Lehmkiel. Ich kümmere mich jeden Tag um die Felder. Und was tun meine Töchter? Nichts als jammern und meckern. Schlafen und essen. Zu nichts zu gebrauchen. Ja, cool. Noch einmal. Gib mir.
Verflucht seien meine nichtsnutzigen Töchter. Meine Frau war mehr wert, als sie je sein werden. Sie hat bei ihrer Geburt ihr Leben verloren. Auwe, Vergeudung. Ja, leider. Es tut mir echt leid. Erich, komm her. Ihr seht aus, als hättet ihr schon so manches Abenteuer erlebt. Ich beneide euch darum. Ihr könntet mir vielleicht sogar behilflich sein. Ah, eure Feldfrüchte scheinen gut zu gedeihen, schauen wir mal. Stimmt. Solange ich zurückdenken kann, haben unsere Felder immer gute Erträge eingebracht. Ja? Ich weiß nicht, ob es am Erdreich liegt, am Klima oder an der Gunst der Götter, aber wir hatten noch nie eine magere Ernte. Okay, habt ihr euer ganzes Leben hier verbracht? Hier in Rorikstad geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein Soldat. Er kämpfte im Großen Krieg. Und als der vorbei war, hat er sich hierher zurückgezogen, um eine Familie zu gründen. Meine Mutter starb, als ich noch ein kleines Kind war, also hat er sich alle Mühe gegeben, mich alleine großzuziehen. Es ist zwar nicht die spannendste Gegend der Welt, aber die Leute hier arbeiten hart und machen niemandem Ärger. Ja, ein cooles Dörfchen, ja. Du bist aber nicht Erik der Wikinger. Was braucht ihr? Ich will auch Abenteuer erleben, so wie ihr. Aber mein Vater hat es mir verboten. Er sagt, dass ich hier bleiben und auf dem Bauernhof arbeiten muss. Und selbst wenn er es mir erlauben würde, Abenteurer zu werden, könnten wir uns keine Rüstung leisten. Er heißt Mralki und ist hier der Wirt. Hoffentlich könnt ihr ihn umstimmen. Puh, ihr solltet wahrscheinlich besser bei der Landwirtschaft bleiben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Danke. Ich ertrage den Gedanken nicht, für den Rest meines Lebens in diesem Dorf gefangen zu sein. Sprich mit Mralki über Erik. Ja, das werden wir dann auch tun. Ja, du solltest auch die große Welt sehen und dann kommst gern zurück. Du bist ein Wichtiger da. Joane Manet. Ja? Wenn ihr daran denkt, euch als Bauer niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Cool. Wie schützt ihr euch vor Drachen? Wir sind eine Gemeinschaft von Bauern, keine Kämpfer. Wenn der Krieg nicht wäre, hätten wir im Fürstentum genug Wachen, um die Siedlungen zu schützen. Dass die Drachen ausgerechnet jetzt zurückkehren, ist äußerst bedauerlich. Ja, finde ich auch, ja. Eure Bauernhöfe florieren trotz des rauen Klimas. Was ist euer Geheimnis? Geheimnis? Wieso glaubt ihr, dass dahinter ein Geheimnis steckt? Ja, da muss eins dahinter stecken. Hier gibt es keine Geheimnisse, mein neugieriger Freund. Aha. Unser Wohlstand ist das Ergebnis harter Arbeit, Glück und dem Segen der Götter. Wieso lässt sich ein Bretone wie ihr in Rorikstad nieder? Habt ihr Rorik schon kennengelernt? Er besitzt dieses Land und ist der Namenspate unseres Dorfes. Wir sind schon seit vielen Jahren befreundet. Rorik hat während des Großen Krieges für das Kaiserreich gekämpft. Er wurde schwer verwundet und wurde darum zu mir gebracht. Damals war ich ein Heiler, wisst ihr. Oh. Wir standen uns so nahe wie Brüder. Und als Rorik nach Hause zurückkehrte, ging ich mit ihm. Ich bin froh, dass ich meinen Lebensabend hier mit meinem guten Freund verbringen kann. Nun gut. Also gut. Manette. Mr. Manette. Du warst ja cool drauf. Also, Erik, der Wikinger. Ich hoffe, ihr könnt meinen Vater umstimmen. Ja, ich versuche. Kann ein bisschen störrisch sein. Mein Bestes. Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder. Die taugen zu gar nichts. Okay, das wissen wir mittlerweile auch schon. Ich habe euch gesagt, dass ihr den Garten bis Sonnenuntergang jäten sollt. Und ihr habt es nicht gemacht. Jetzt habt ihr ein großes Problem. Papa hat gesagt, dass ihr das tun sollt, nicht ich. Jetzt lasst mich in Ruhe. Wir reden mal die hier. Sissel, wo laufst du denn hin? Bleib da. Okay. Das ist ja... Ja, wie die Kinder halt sind, ja, die laufen da durch die Gegend und die Mucke ist auch aus. Also irgendwas kommt da jetzt auf uns zu. Egal. Das Haus hatten wir, da waren wir noch nicht drin. Das schaut ja aus wie eine Kaschemme oder irgendwas Besonderes. Was ist denn das da? Steht da was drauf? Nee. Wir schauen uns das Dorf einfach an, ja. Zur Frostfurch. Okay. Frostfurch
Also Leute, wir haben ja da, wie gesagt, immer den Titel Die Unendliche und es wird ja auch so bleiben. Wir schauen uns das ganz genau an, wenn wir schon hier sind. Das hat zwar nichts mit dem Quest zu tun, aber die Kaschemmen sehen alle irgendwie gleich aus. Das ist ein Langhaus, nehme ich an, so in der Mitte eine Feuerstelle und da hinten eine Theke und ein freundlicher Wirt. Meistens. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ich nehme nur Bargeld, keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ja, zeig uns mal. Wenn du Salz hast, Käseeck, Pipapo, Süßkuchen, Tomate, brauchen wir alles nicht. Ne, die haben nie was. Ja, was haben wir? Weizen zu verkaufen. Lass es da. Ja. Ich möchte mit euch... Mein Sohn? Ja. Erik? Was ist mit ihm? Ist etwas geschehen? Geht's ihm gut? Ihr solltet euren Sohn das Leben wählen lassen, das er möchte. Die Zeiten, in denen ihr Sohn ausgebeutet habt, sind vorbei. Wir machen das mal. Aber die Welt ist gefährlich. Erik hat keine Ahnung, in was er sich da hineinbegibt. Außerdem hat er keine Rüstung. Ich muss das Geld dafür erst noch zusammensparen. Hier kauft er mit eine Rüstung. 647, ja, das wäre mal nicht so wild, das haben wir ja. Euch ist es lieber, euer Sohn wächst zu einem verbitterten Mann heran, der einen Groll gegen euch hegt. Überreden, aha, puh. Überreden könnten wir. Findet das Geld, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun, einschüchtern wollen wir nicht. Und wenn ich es mir recht überlege, sollte mir darüber besser ein andermal reden. Überreden, wir könnten, ja... Überreden. Ich kann die Wahrheit in euren Worten nicht leugnen. Erik ist alles, was mir noch an Familie geblieben ist, aber es ist nicht richtig, ihn so zurückzuhalten. Sagt Erik, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich werde ihm ein Weißlaufgeld für seine Rüstung leihen. Hey, abgeschlossen. Sprich mit Mralki. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ja, eigentlich wäre das jetzt gratis schon angesagt, gell? Ich nehme nur Bargeld, keine Tauschgeschäfte und nichts umsonst. Da ist nochmal, ja, Alchemielabor, nix. Ja, und das sind Zimmer einfach so. Gut, wir springen da raus und bringen jetzt Erik den Wikinger. Verflixt nochmal, komm her. Auf Wiedersehen. Ich lauf dich über den Haufen. Da drüben gibt's auch noch was. Nö, wer ist denn das? Gibt es etwas Neues von unserem Steinbruch? Ach so, nee. Noch gar nichts. Wir gehen da raus. Ja, wir machen mit dem Quest weiter. Erik, sagen wir noch Bescheid und dann hirschen wir nach Weißlauf. Obwohl, es gibt sicher dann noch genug interessante Charaktere zu finden. Aber wir werden dann... Lasst mich raten, jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, ich höre dich ja eh. So, wo ist denn der Erik? Hat es was gebracht, dass ihr mit meinem Vater geredet habt? Hey, Alter, ja, natürlich. Euer Vater hat seine Meinung geändert. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder nach Rorikstadt kommt und mir einen Besuch abstattet. Vielleicht können wir ja bei einem Met in der Taverne Geschichten über unsere Abenteuer austauschen. Mhm. Ja, das werden wir machen. Was habe ich denn getan? Gut, und jetzt schauen wir noch kurz auf die Karte, weil es kann ja sein, dass hier noch was anderes ist. Wir haben da Kuhweidenhof. So Frost. Ich habe euch gesagt, dass ihr den Garten bis Sonnenuntergang gehen sollt, und ihr habt es nicht gemacht. Die. Ich lüge nicht. Ich habe das Höhlen der Werwölfe selbst. Ja, ja, ich höre dich ja eh. Wir wollen da jetzt schauen, ob es da einen Händler gibt. Händler sind immer wichtig. Aber schaut ja nicht so aus. Nö, das war's dann schon.
Okay, Leute. Gut. Wir springen da jetzt nach Weißlauf. Wo ist denn? Da sind wir ein paar. Oh, wir sind weit weg. Da ist Weißlauf. Ja. Okay. Und schon gesprungen. Wir respawnen hier in Weißlauf und dann machen wir einen kurzen Schnitt und sind ja dann aber extrem gespannt, was jetzt unser neuer Charakter, den wir da treffen sollen, zu sagen hat. Ich weiß ja gar nicht, worum es da geht. Wir hatten da ja eine extrem betrunkene Nacht, ne? Und können uns eigentlich an nichts erinnern. Ja? Okay, Leute. Fendal ist hier und sagt Tschüss, Tosita auch, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Toso. Ciao.